Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder 14 Uhr und heute dreht sich alles um das Thema Schmuckgestaltung. Und wer darf da natürlich an meiner Seite nicht fehlen? Das ist Patricia. Hallo, herzlich willkommen. Hallo meine Lieben. Ja, was machen wir denn heute Schönes? Erzähl doch mal. Ich habe euch heute ganz viel zum Thema Edelstahl, Perlen und Edelstahlschmuck mitgebracht. Zeige euch da so ein paar Tipps und Tricks. Und auch ist natürlich das Thema super für Allergiker geeignet. Ja, also wir haben auch tolle Aktionen dazu vorbereitet, die ihr bei uns unter www.ideenmitherz.de finden könnt. Da haben wir euch unter dem Live-Video alles nochmal hinzugefügt. Und ihr könnt uns natürlich auch telefonisch erreichen unter der Nummer 0521-238180. Und da sind wir bis 18 Uhr in der Telefonannahme für euch da. Wir haben sensationelle Angebote heute. Ganz tolle neue Anleitungen, die uns Patricia wieder mitgebracht hat. Da haben wir wieder richtig schön getüftelt, um euch wieder was Neues präsentieren zu können. Bevor wir loslegen, haben wir wieder, wie immer wieder ein Gewinnspiel. Genau, deswegen fleißig das Video wieder teilen, denn wir haben uns wieder was ganz Schönes fürs Auge gedacht und am Ende der Sendung werden wir wieder den Gewinner dann ziehen. Genau, wir drücken euch die Daumen und dann gibt es ein ganz tolles Überraschungspaket zu gewinnen mit unseren Edelstahlperlen und ganz viel Zubehör noch dazu. So, und bevor es jetzt losgeht, schauen wir uns aber eure Motive an, also eure Muster, die ihr uns zugeschickt habt. Vielen, vielen Dank nochmal an die tollen Inspirationen und an die tollen Muster und da starten wir direkt mit einem richtig schönen Pouring-Bild. Das ist, glaube ich, die Blume, die mit diesen Flaschen gemacht worden ist. Und ein Diamond-Painting. Klasse. Ja, und auch eine richtig schöne Farbkombination. Mhm. Ja, und hier haben wir auch nochmal zwei Diamond-Painting-Bilder. Finde ich auch richtig schön. Ich mag ja auch den Leuchtturm vom Motiv her sehr, sehr schön. Oh, und hier auch nochmal was ganz Neues. Ne? Ich glaube auch so ein bisschen für den Garten. Ich weiß gar nicht, ob das eine Holzplatte ist oder vielleicht so ein Stein. Also richtig toll aus, auch mit der ganzen Schrift. Klasse. Ja, und hier haben wir passend zum Thema auch ein bisschen Schmuck nochmal mit dabei. Mhm. Und auch eine Gartenkugel sehe ich hier. Ja. Textil wurde mitverarbeitet und das Reispapier auch wieder sehr schöne Muster. Ja, und hier, oh, hier wurde sogar noch mit dem Titan-Meshband gearbeitet und mit Perlen. Also ganz tolle Ketten, auch total schön aufgehangen, ne? Und so ein Bügel ist auch nochmal eine gute Idee. Da geht die Kreativität immer weiter. Ja, und hier haben wir auch nochmal Armbänder gestaltet. Mhm. Auch sehr, sehr schön. Auch voll die schönen Farbkombinationen. Oh, ja. Alles so in Blau-Silber gehalten. Mhm. Sehr schön. Heute ist ja Sommeranfang und wir haben uns passend dazu gekleidet. Ich hoffe, ihr zelebriert das natürlich zu Hause genauso wie wir hier auch. Wir haben ja heute eine Schmuckparty. So viel Tolles haben wir für euch geplant. Patricia, du hast auch neue Haare, also kürzere Haare. Ja. Wurde auch schon angemerkt. Sieht richtig klasse aus. Dankeschön. So, und dann legen wir vielleicht direkt los mit unserer ersten Aktion. Wir haben nämlich unsere Blütenkelche. Achtung! Heute und morgen reduziert. Und da schauen wir mal vielleicht noch mal ein bisschen tiefer. Genau, wir haben unsere Blütenkelche in vier unterschiedlichen Größen, in ganz vielen verschiedenen Farben. Wir haben die in sommerlichen Farben. Wir haben aber auch passend zur Weihnachtszeit grüne, gelbe, alles Mögliche. Die sind auch mal gefrostet oder unterschiedlich gestaltet. Und die gibt es heute und morgen, Achtung, als Sonderpreis für 1,50 Euro, also ein sensationeller Preis. So, die eine Perle wollte schon mal mit hier zugucken. Und damit können wir uns teilweise tolle Armbänder gestalten, aber auch Blütenkelche als Blüte verwenden oder vielleicht sogar auch als Schmetterlinge. Die können wir sogar tauchen, da wirst du gleich auch noch mal was Genaueres zu sagen. Also heute und morgen reduziert. Ihr findet alle Blütenkelche bei uns auf der Seite und wir haben nicht nur die Blütenkelche für 1,50 Euro reduziert, sondern, Achtung, auch unsere ganzen Engelsflügel und die haben wir auch in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Designs, wie zum Beispiel hier, dass die auch mal ausgelasert sind oder auch in Silber, in Gold, in vielen unterschiedlichen Größen. Patricia wird uns gleich auch noch mal zeigen, wie wir so einen Engel ratzfatz gestalten können. Das geht nämlich total einfach. Und die sind auch für 1,50 Euro reduziert und da habt ihr so eine tolle Auswahl. Und deswegen gebe ich jetzt einfach mal weiter an Patricia und die zeigt euch, was wir Tolles damit gestalten können.
Genau, ich habe mir jetzt hier einfach schon mal den größten von unseren Blütenkelchen geschnappt. Ich finde die immer ganz schön, weil die nochmal so eine geschwungene Form einfach haben. Und es gibt eine ganz, ganz einfache Methode, wie ihr die in sämtlichen Farben machen könnt, die wir vielleicht nicht im Shop haben. Weil wir können die mit unserer Tauchfarbe tauchen. Und da zeige ich euch jetzt einmal einen Trick. Und zwar nehmt ihr einfach einen Schaschlikspieß und jetzt könnt ihr die entweder hier oben einmal aufpieken. Dann ist es hier oben aufgepiekt und könnt dann so rum reingehen. Ich persönlich finde es aber immer ein bisschen schöner, wenn ihr von unten reingeht und den Blütenkelch dann einmal so rum eintaucht. Erstens läuft es dann wieder in die Richtung ab und ihr habt hier nicht ganz so viele Nasen. Ich würde auch ganz lange warten mit dem Abtropfen, bis ihr wirklich keine Tropfen mehr habt und sie dann erst so rum in euer Gefäß stellen. Dann habt ihr auch hier unten einfach nochmal einen schönen Rand und es ist hier auch nicht alles voll mit Farbe. Und so könnt ihr euch dann hier die verschiedensten Farben, ich habe jetzt hier einfach mal so ein paar sommerliche Farben vorbereitet. Das Schöne ist auch, wenn ihr diese gefrosteten Kelche nehmt, wird dann trotzdem euer Blütenkelch ist komplett hochglänzend mit der Farbe. Ach, Und jetzt würde ich super. dich einfach mal fragen, Silvana, welche Farbe sollen wir denn den Engel mal machen? Ich glaube, ich würde dieses schöne, helle Himmelsblau nehmen, passend zu meinem Das hier? Kleid. Dann nehmen wir uns einen Nietstift. Wenn ihr jetzt einen größeren Engel machen wollt und unten drunter noch eine Perle, würde ich euch empfehlen, einen 8 cm Nietstift zu nehmen. Ich arbeite jetzt einfach mal nur mit dem Blütenkelch und da reichen jetzt 5 cm. Dann kann man jetzt hier nochmal so ein Zwischenelement nochmal mit draufgeben, bevor wir den Flügel aufsetzen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal zwei ausgesucht. Welchen findest du denn schöner? Das ist jetzt auch der größte von unseren Flügeln, den wir haben. Ich glaube, ich würde einfach mal dieses Design nehmen. Dann können wir den jetzt hier auch aufsetzen. Und dann haben wir hier jetzt auch nochmal Perlen. Wir können jetzt hier die 14 mm nehmen. Das ist dann auch nochmal ein bisschen größerer Kopf. Wir könnten aber auch einen 10 mm nehmen. Da könnt ihr auch mal wieder gucken. Ich persönlich fände den jetzt zu klein. Da würde ich die Nummer kleiner an den Blütenkelchen nehmen, sondern ich würde jetzt hier in dem Fall den 14 mm nehmen. Welchen findest du jetzt schöner? Den hier? Oder den Glitzerkopf. Ich glaube, ich wäre mit dem Glitzer. Ich liebe Glitzer. Und dann haben Finde wir ich jetzt auch super. ganz neu, ganz große Strassrondelle und zwar 10 mm Strassrondelle. Da kommt auch später noch ein ganz tolles Angebot. Und jetzt können wir das Ganze fertig machen, indem wir hier in unsere Rundzange nehmen und uns wieder eine Öse biegen. Jawohl. Also Das falls geht ihr auch irgendwie ganz, Fragen ganz habt, könnt schnell. ihr die gerne stellen. Patricia beantwortet euch natürlich alles. Ich versuche so viel vorzulesen wie möglich. Die Leute sind auf jeden Fall begeistert von deiner neuen Frisur und wir kriegen ganz viele Komplimente zu unseren Kleidern. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und so schnell habt ihr euch euren Engel gestaltet und ihr könnt ihn natürlich jetzt weiter verschenken. Man kann sich den an einen Schlüsselanhänger tun. Aber man kann natürlich auch jetzt für den Sommer die Blütenkelche ein bisschen zweckentfremden. Klasse, das sieht toll aus. Und zwar habe ich hier einfach mal mit den Blütenkelchen so einen kleinen Blütenstrauß gebastelt. Und der ist eigentlich auch richtig einfach gearbeitet. Man nimmt sich einmal die kleinere Größe und die größere Größe von den Blütenkelchen. Ich würde da zwei verschiedene Farben einfach nehmen, steckt die ineinander und dann nimmt man ein Stückchen vom Schmuckdraht und eine Perle. Man kann das mit einer Perle machen, mit einem Strassrondell, je nachdem, als Blütenmitte. Und dann gestaltet man sich so ein Blütenarrangement und dann wird das hier unten einfach nur die einzelnen Drähte dann miteinander verdrahtet. Ich habe jetzt hier einfach ein Schleifenband noch genommen und habe vorher noch ein paar Floristikblätter unten mit Heißkleber festgeklebt. Ja, so einfach könnt ihr ganz tolle Dekorationen und Anhänger, Glücksbringer, das passt ja immer zu jedem Geschenk. Wir können es natürlich auch super mit unseren Laternen kombinieren und ganz viele Möglichkeiten gibt es da noch, was ihr damit machen könnt. Ich glaube, da fallen euch viel mehr Sachen ein, die ich jetzt eigentlich aufzählen kann. Wir schauen uns jetzt mal die nächste Aktion an. Wir haben gesagt, heute dreht sich alles um unsere Edelstahl, ja. Perlen, aber auch vieles anderes. Und deswegen haben wir unsere beliebten Edelstahlperlen reduziert. Die gibt es für einen Sonderpreis von 2,50 €. Also das Angebot wird so schnell nicht nochmal wiederkommen. Wir haben die rund in unterschiedlichen Größen. Wir werden euch gleich zeigen, was für tolle Armbänder wir damit gestalten können. Wir haben aber auch Sonderformen, wie zum Beispiel unsere Scheiben. Unsere Zylinder
und unsere Ovale. Und das Tolle an dem Edelstahl ist, dass es einfach nicht verfärbt. Es läuft also nicht an. Es ist richtig schön hochwertig. Es ist richtig kühl und richtig schwer in der Hand. Also das ist ein richtig tolles Tragegefühl. Und damit können wir ganz, ganz tolle Armbänder gestalten. Patricia hat sich wieder was Tolles überlegt. Und zwar ein neues Armbanddesign, was du gleich vorstellst. Die Artikelnummern für die jeweiligen Perlen findet ihr hier eingeblendet und dann gebe ich mal einfach an dich ab und du zeigst uns, was wir jetzt Tolles mit denen gestalten können. Genau. Ich habe mir hier jetzt schon mal das Armband, um es euch zu zeigen, was wir gleich einmal zusammen fädeln werden. Mhm. Das ist jetzt mit 4 mm und 6 mm Edelstahlperlen gemacht. Was das Tolle an diesen Edelstahlperlen ist, es mag am Anfang vielleicht ein bisschen kühl vorkommen, wenn man sie trägt, aber die nehmen sich wahnsinnig schnell der Hauttemperatur an und sind dann sehr, sehr angenehm zu tragen einfach. Man kann dieses Armband, man sieht es hier unten schon, entweder mit Magnetverschluss oder Karabiner arbeiten. Wenn man aber möchte, kann man es auch komplett nur mit elastischem Schmuckband arbeiten und dann wie so eine Art Schlupfband oder Armband dann machen. Und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Genau, und zwar nehme ich hierzu einmal unsere Perlnadeln. Und ich habe mir hier das transparente Schmuckband genommen. Man kann auch das schwarze nehmen, je nachdem, wie es euch lieber ist. Ich persönlich mag das transparente einfach lieber, weil es verschwindet komplett. Ich zeige euch jetzt die Variante mit Magnetverschluss. Ihr braucht circa für 19 cm, braucht ihr circa einen Meter vom Schmuckband. So, wir fädeln jetzt einmal den Magnetverschluss auf und ziehen den in die Mitte. Dann nehmen wir uns beide Nadeln zusammen und nehmen die erste 4 mm Perle und fädeln die über beide Nadeln. Das ist praktisch unsere Anfangsperle. Wenn ihr das ohne arbeitet, setzt ihr die einfach ganz klassisch in die Mitte von den Fäden. So, dann nehmen wir die beiden Fäden wieder auseinander. Und jetzt fädeln wir pro Seite 3 von diesen 4 mm Edelstahlperlen auf. So. Genau, dann haben wir jetzt pro Nadel haben wir jetzt diese 3. Die ziehen wir dann auch einmal nach unten. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt brauchen wir die 6 mm Perlen. Davon brauchen wir 2 Stück. Die fädeln wir jetzt nur auf eine Nadel. So, und jetzt könnten wir jetzt gleich einmal dagegen gehen. Allerdings tue ich mich immer leichter, wenn ich das auf den Faden ziehe und dann dagegen fädle, weil oft ist das das Problem, wenn ich dazwischen gehe, dass ich dann durch meine Nadel auch mitsteche und dann verknote ich praktisch meine Fäden miteinander. Deswegen einfach so nochmal als Tipp von mir. So, jetzt ziehen wir das in die Mitte hier unten und jetzt haben wir praktisch unser erstes Element, unser erstes V geschaffen. Jetzt wollen wir natürlich noch unser Zwischenelement fädeln. Da nehmen wir jetzt wieder die 6 mm Perle, pro Nadel wieder eine Perle, dann auch wieder runterziehen und jetzt schließen wir das Ganze wieder. Jetzt brauchen wir wieder 2 6 mm Perlen, die wieder nur auf eine Seite und dann auch wieder einmal dagegen fädeln. So, und dann wieder nach unten. So, und jetzt haben wir hier einmal unser erstes Zwischenelement gearbeitet und jetzt arbeiten wir wieder mit den 4 mm Perlen. Jetzt wieder auf beide Seiten arbeiten wir jetzt wieder mit 3 4 mm Perlen. Während du die auffädelt, sehe ich hier mal ein bisschen vor. Karin Peppel schreibt zum Beispiel, in Schmuck ist Patricia der Hammer. Und der Blumenstrauß ist super. Also alle finden den Blumenstrauß total schön. Ist ja auch echt eine super Idee jetzt für den Garten oder auch mal als Deko. Für den Sommer ganz besonders. Dankeschön. Genau, wenn wir jetzt die haben, jeweils 3 mm, die 4 mm 3 jeweils, dann gehen wir jetzt wieder über beide, beziehungsweise nee, nicht über beide, sondern wieder auf eine Nadel und jetzt wieder dagegen. So, und dann ziehen wir das wieder fest. So, und jetzt haben wir praktisch unser erstes Element komplett geschlossen. Und jetzt fangen wir an, wieder hier dieses V zu arbeiten. Also wieder 3 Perlen pro Seite. Jawohl. Darf ich schon mal eine Frage stellen? Ja. Bettina fragt, wie viele Perlen benötigt man für das 19 cm Armband? Also man braucht circa ein bisschen mehr wie eine Dose von den 4 mm und von den 6 mm reicht eine Dose, da bleibt auch noch ein paar Perlchen davon über. Super. So.
Und jetzt brauchen wir wieder zwei von den 6 mm und dann zeige ich euch gleich, wie wir das Armband fertig machen. Ihr könnt dann natürlich gucken, wie viel, ja, also was für eine Länge man jeweils für das eigene Armgelenk immer braucht. Und dann fädeln wir einfach immer wieder die gleiche Fädelung weiter. Jetzt haben wir hier praktisch das erste Element hier wieder gemacht. Jetzt würde wieder dieses Zwischenelement kommen. So, und jetzt zeige ich euch das einmal, wie das fast fertig aussieht. Das wäre jetzt schon mal einmal vorbereitet. Genau, mein fast fertiges Armband, da würde jetzt praktisch hier unten nur noch die Spitze fehlen. Die machen wir jetzt hier auch wieder einmal dran, dass wir jetzt wieder pro Seite wieder die drei Perlen fädeln. So. Umso kleiner die Perlchen natürlich sind, umso... Aber die verschwinden ja nicht. Nein, das nicht, genau. So, und jetzt kommt das, was ich vorhin schon ein bisschen vorweggegriffen habe, weil jetzt müssen wir die beiden Nadeln zusammennehmen und jetzt kommt die Perle einmal über beide, dass wir praktisch dasselbe Element wie am Anfang haben. Und jetzt verschließen wir das Ganze nur noch, dass wir jetzt hier einmal durch den Magnetverschluss gehen und jetzt wird das Ganze verknotet. Wieder hier, wie gesagt, als zum Schluss als Tipp von mir, einfach einen kleinen Tropfen Schmuckfix drauf geben auf den Knoten und dann kurz abschneiden und dann geht da auch überhaupt nichts auf. Falls wir jetzt nicht einen Magnetverschluss benutzen wollen würden, wie könnten wir das sonst abschließen? Genau, also wenn wir keinen Magnetverschluss nehmen, dann haben wir ja hier mit der Kombi am Anfang begonnen, dass wir, da fädeln wir einfach die ganzen 7 Perlchen so auf, ohne dass wir hier die auf beide Nadeln ziehen. Und zum Schluss würden wir uns jetzt diese eine Perle praktisch sparen, sondern würden jetzt nur hier diese 6 auffädeln, also pro Seite 3. Und würde jetzt hier durch meine mittlere Perle gehen und würde da dann einmal gegenfädeln, dann hier einmal rumwandern, dass ich beide Fäden auf einer Seite habe und würde es dann verknoten. Das könnt ihr natürlich auch machen. Okay, das ist dann euch überlassen, wie ihr das am liebsten machen wollt. So, ich halte jetzt schon mal was in meiner Hand bereit, denn wir haben euch ja zwei tolle neue Ideen versprochen und nicht nur das, gleich kommen auch super tolle Tipps und Tricks, was wir noch alles machen können. Und zwar haben wir uns diese wunderschöne Blüte ausgedacht aus unseren Edelstahlperlen. Die können wir zum Beispiel in der Kartengestaltung benutzen, aber auch als Schmuckanhänger, wenn wir nämlich einmal rüberschauen zu Patricia. Dadurch, dass wir die Perlen in unterschiedlichen Größen haben, unsere Edelstahlperlen, können wir natürlich unterschiedlich große Blüten damit gestalten. Genau, also zum Vergleich, das hier sind jetzt 7 mm Perlen und ich trage jetzt hier die 4 mm Edelstahlperlen. Also auch da kann man spielen, zeigen von der Größe her, tue ich es euch jetzt mal mit den 5 mm Perlen. Dann habt ihr da nochmal so ein bisschen den Größenunterschied. Umso größer ihr arbeitet, umso mehr, umso größer wird das natürlich dann auch die Blüte dann im Endeffekt. Und zwar nehmt ihr euch da Metalldraht, den haben wir ja auch bei uns im Shop, circa so 30 bis 40 cm, je nachdem, welche Perlengröße ihr arbeitet. Und dann nehmen wir uns die Perlen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch das jetzt mal. Wir starten nämlich, indem wir jetzt 8 Perlen einmal auffädeln. Ihr könnt da natürlich auch ein bisschen wählen, ob ihr jetzt, sage ich jetzt mal, einen 5-blättrige Blüte haben wollt oder eine 6-blättrige Blüte, da könnt ihr auch von der Größe her ein bisschen spielen, wie es euch einfach ein bisschen besser gefällt. So, jetzt gehe ich durch die erste Perle wieder durch, dass ich praktisch wie so eine Art Ring bekomme und ziehe das einmal fest. Dass mir das jetzt nicht wieder aufgeht, mache ich immer so, dass ich den Draht einmal rumschlinge, dann ist der hier ein bisschen fixiert und ich kann das nicht nach hinten ziehen. Ach, das ist ein super Tipp. Jetzt nehme ich die lange Seite und jetzt fädel ich eine Abstandsperle auf. Die lasse ich auch gleich runterfallen und fädel dann wieder meine 8 Perlen für meine Blüte auf. Also für mein Blütenblatt. So, hier wird schon gefragt, ist die Blüte aus der DVD? Nein, die Blüte ist leider nicht aus der DVD. Und hier wird nochmal gefragt, gibt es schon eine neue DVD von Patricia? Ich habe da links was gesehen.
Eine neue nicht, aber wir haben gleich eine ganz tolle Aktion für euch vorbereitet mit den DVDs. Und da ist zwar nicht die Blüte, aber viele tolle andere Anhänger finden wir da. Und da erklärst du ja auch immer Schritt für Schritt, wie alles funktioniert. Genau. Also ich habe jetzt hier auch, ich habe jetzt einfach mal das zweite Blütenblatt fertig gemacht. Also das ist meine Abstandsperle. Und ich bin wieder durch meine erste der 8 Perlen wieder durchgegangen. Mhm. Und so arbeite ich mich jetzt weiter, bis ich halt dann meine 5 oder meine 6 Blütenblätter habe. Also jetzt in dem Fall auch wieder 9 Perlen auffädeln, also eine Abstandsperle plus die 8 für mein Blütenblatt. So, und wie oft wiederholen wir das dann? Genau, je nachdem möchte ich jetzt zum Beispiel eine 5-blättrige Blüte haben, dann mache ich 5 von diesen 8 Perlenbögen. Möchte ich jetzt aber zum Beispiel nur eine oder eine 6-blättrige Blüte haben, dann würde ich das halt mit 6 machen. Mhm. Also ich am Hals trage es zum Beispiel mit 6 Blättern. Mhm. Die Karte, die du hast, auch mit 6. Ich würde es jetzt hier mal mit 5 zeigen. Mhm. Dann müssten wir das Ganze jetzt noch 2-mal machen. Unsere Edelstahlperlen, da haben wir eben euch schon die Aktion vorgestellt. Die sind, Achtung, heute und morgen auf sensationelle 2,50 Euro reduziert. Und das sind richtig schön hochwertige Edelstahlperlen. Die laufen nicht an, die haben ein tolles Tragegefühl. Besonders für Allergiker sind die geeignet. Ja. Genau, die sind, wir haben die halt auch jetzt in verschiedenen Größen für Allergiker halt auch sehr gut geeignet, weil es kann nichts anlaufen, es färbt nichts ab. Genau. Ich bin selber Allergiker, habe eine Nickelallergie und ich trage jetzt das Armband hier zum Beispiel. Ich komme mal ein bisschen hoch. Das Armband habe ich mir jetzt vor circa einem Jahr gemacht. Ich trage das komplett täglich, ist mit Glasperlen und den 5 mm Edelstahlperlen. Da passiert wirklich überhaupt nichts. Ich habe das auch nicht, dass ich das irgendwie beim Schlafen oder so ausziehen würde. Beim Duschen habe ich es dran. Ja, das ist das Tolle bei Edelstahl. Da passiert wirklich überhaupt nichts. Und es ist mit dem Schmuckband gearbeitet und auch da leiert nichts aus. Ja. Ja, das Schmuckband ist ja einfach unglaublich, ne? Das hat so eine Elastizität, aber es zieht sich immer wieder zurück in die Ausgangsform. Das heißt, ein Armband, wenn wir das mal damit gestalten, leiert einfach nicht aus. Also ich habe das auch echt, ich habe mal richtig lange dran gezogen, aber das ist echt super. Ja, das ist auch echt. Ja. Vor allem, wenn man so schwere Edelstahlperlen dann auch hat, die auch ein bisschen was wiegen. So, jetzt haben wir hier unsere 5 Blätter. Jetzt müssen wir hier natürlich noch den Abschluss machen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das jetzt als Schmuckanhänger machen wollt, dann fädelt ihr hier dazwischen einfach nochmal einen Karabiner auf. Habe ich jetzt mal nicht gemacht, weil wir das gleich einmal wo dran halten werden. Mhm. Ich nehme jetzt wieder eine Perle als Abstandshalter und dann verdrehe ich das Ganze einfach nur miteinander. Wollt ihr das, wie gesagt, als Schmuckanhänger machen, dann müsst ihr jetzt hier gleich einmal ganz nah abschneiden und es so ein bisschen reindrehen, damit ihr euch einfach nicht verletzt. Aber so würde das jetzt einfach mal als 5-blättrige Blüte ausgucken. Und hier nochmal als Vergleich dazu, das ist einmal die 6-blättrige und das wäre hier jetzt einmal die 5-blättrige. Mhm. Und das kann man natürlich jetzt super schön an eine Karte machen. Indem ich das jetzt entweder hier einmal drauf gehe, ich kann das natürlich auch mittig irgendwo draufsetzen. Mhm. Was ich aber auch ganz besonders schön finde, wenn man sich so Kerzengläser gestaltet hat und würde das jetzt hier einfach nochmal mit dran geben. Schön. Das hat einfach nochmal einen schönen Effekt. Oder man kann das Ganze natürlich auch hier an unsere... Edelstahl passt halt farblich auch zu allem. Ne? Genau. Das ist echt klasse. An unsere Tischleuchten, die haben wir jetzt hier nochmal mit so einer Spitze dekoriert und auch da kann ich das dann einfach drauf geben. Oh, toll. Also, wir sind gespannt, ob ihr die Blüten nachbastelt und ihr die alles verziert. Und wir wünschen euch viel Spaß damit. Ich habe eben auch schon gelesen, man hat gesagt, es sieht so schwer und kompliziert aus und ist so einfach nachzubasteln. Also da ist schon ganz viel Lob für dich, Patricia, dass du das auch immer so schön, ich finde, sie erklärt das auch immer so ruhig und entspannt und ja, man kann dem einfach folgen und denkt sich so, okay, das schaffe ich auch, das kann ich auch machen. So, ich halte schon mal unsere nächste Aktion in den Händen und zwar sind das unsere, Achtung, halbedel Schmucksteine. Wir sehen hier unten einmal, was wir alles damit gestalten können, wie zum Beispiel Ohrringe, Ketten, Armbänder. Und das Tolle ist, wir haben hier schon links und rechts jeweils immer 2 Ösen. Das heißt, das Armband können wir ganz schnell und einfach gestalten. Patricia zeigt uns gleich nochmal tolle
Tipps und Tricks, was wir noch alles damit machen können. Und wir haben jeweils 4 Stück in einer Packung. Wir haben zum Beispiel den Rosenquarz oder ein Achat, wir haben den Türkis. Also wir haben da ganz viele tolle, ja, wunderschöne Schmucksteine mit tollen, ja, so mit so einer tollen Farbigkeit, die einfach richtig schön funkeln. Und die sind einmalig heute und morgen auf 6,97 Euro reduziert. Die Artikelnummer ist mit eingeblendet. Und wenn wir jetzt einmal zurückschauen, dann zeige ich euch schon mal, was für ein tolles Set Patricia mir heute geschenkt hat. Das durfte ich heute tragen. Das ist zum Beispiel mit dem Rosenquarz gemacht. Und wie wir aus diesen, ja, Anhängern eine Öse gestalten oder das auch einfach mal an, ja, so eine Kette anbringen können, das wirst du uns jetzt erklären, denn dazu haben wir euch ganz viele Tipps mitgebracht, die wir euch natürlich mitgeben möchten. Genau. Und zwar haben wir ja auch diese wunderschönen Gliederketten aus Edelstahl. Die haben wir auch in 70 cm Länge. Mhm. Manche mögen jetzt mit 70 cm Länge, wenn man jetzt aber sagt, ist mir ein bisschen zu lang, dann kann man die super kürzen bei denen hier. Die haben nämlich hier diese Glieder, die kann man super schön aufmachen und dann kann man den dazwischen reinhängen. Und das würde ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier so ein Stück einfach mit weg. Und zwar nehme ich da 2 von unseren Universalzangen und kann dieses Glied dann einfach aufbiegen. So. Habe ich das hier einmal aufgebogen. Ich glaube, so sieht man es ganz schön. Und da kann ich jetzt einfach unseren Anhänger reinhängen und verschließe den jetzt wieder. So. Und jetzt habe ich unseren Anhänger auf der einen Seite schon mal befestigt. Das mache ich jetzt natürlich auf der zweiten Seite auch noch einmal. Während du das machst, also falls ihr Fragen habt, könnt ihr, ich glaube, du musst noch mal ein bisschen höher, genau, könnt ihr die gerne stellen. Also wir haben hier die absolute Schmuckexpertin an unserer Seite. Das heißt, her mit den Fragen und falls euch was unklar ist, gerne mal stellen. Vielleicht auch zu anderen Sachen, die jetzt gerade nicht gezeigt worden sind. Da helfen wir euch natürlich gerne weiter. Genau, jetzt habe ich hier... Ach, das ist ja schon fertig. Genau, mein Armband prinzipiell schon fertig, aber jetzt komme ich natürlich nicht rein. Ja. Jetzt nehme ich mir hier unten ungefähr die Mitte und öffne jetzt hier auch wieder ein Glied. Nochmal weiter nach oben, so, damit wir es nochmal sehen. Jawohl. Genau, das öffne ich jetzt auch wieder. So, jetzt hänge ich da die eine Seite aus und schließe das Ganze wieder. So, und jetzt arbeiten wir hier noch unseren Magnetverschluss mit rein. Dazu habe ich mir jetzt hier einmal diese Spaltringe genommen. Da hänge ich jetzt einfach mein Glied wieder ein und einmal den Magnetverschluss und schließe das Ganze wieder. Das machen wir jetzt natürlich auf der anderen Seite wieder genauso. Also auch hier wieder einen Spaltring einhängen und dann hier einfach die zweite Seite von unserem Magnetverschluss. Man kann es aber auch, wie bei Silvana einmal gezeigt, das Ganze mit Karabiner arbeiten, wenn man jetzt nicht mit Magnetverschluss arbeiten möchte. Ja. So, und schon habe ich mein Armband praktisch fertig. Und jetzt fragt ihr euch natürlich noch dazu, so sieht ihr es, wie ich jetzt daraus und aus dem Rest meiner Kette, weil der ist ja immer noch so lang, dass ich die ja noch als Kette benutzen kann. Jetzt habe ich hier natürlich wieder 2 meiner Ösen und jetzt nehme ich auf der einen Seite einfach meinen Seitenschneider und schneide das jetzt ab. Okay. So, das geht auch sehr, sehr einfach. Damit ich mich jetzt hier nicht schneide, gehe ich jetzt nochmal mit dem Seitenschneider so ein bisschen dagegen, dass ich hier das so ein bisschen entkrate, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir ja auch so Schleifschwämme. Meiner ist jetzt hier schon ein bisschen benutzt, weil ich da so ein bisschen drüber gegangen bin. Und da gehe ich jetzt einfach so ein bisschen nochmal dran und kann das dann so ein bisschen entgraten. Ich würde da nicht den härtesten von uns nehmen, sondern die mittlere Stufe, damit ihr euch das hier unten einfach nicht kaputt schleift. Und jetzt, wenn du hier drüber gehst, kannst du gerne mal fühlen. Es ist jetzt überhaupt nicht mehr scharf. Ja. Und ich habe jetzt meine Öse unten weg und kann jetzt hier oben einfach das Ganze auch einhängen. Da können wir jetzt auch wieder, entweder wir biegen jetzt auch wieder ein Glied auf. Dann nehmen wir uns jetzt die Mitte, also wir schließen unsere Halskette jetzt in dem Fall einmal kurz und nehmen jetzt hier die Mitte. Ja. Würden jetzt hier auch wieder dieses Glied einmal aufbiegen.
Du hast ja eben auch immer ein bisschen geschliffen und dann mit dem Finger drüber, um zu gucken, ob das schon ausreicht und dann immer so ein bisschen Genau, nachkorrigiert. da ruhig immer so ein bisschen rantasten. So, und schon habe ich jetzt hier einmal meinen Kettenanhänger gemacht. Der ist jetzt Klasse. auch gleich verbunden. Ich kann das natürlich auch nochmal mit einem Spaltring arbeiten oder mit einem Karabiner, wenn ich das Ganze immer wieder austauschen möchte. Ich finde es aber so ganz schön, wenn es dann gleich automatisch einmal verbunden ist. Und so habt ihr jetzt ein Set, Ach, wo ihr klasse. dann auch gleich Kette plus Armband habt. Also, so einfach könnt ihr euch ein tolles Set gestalten. Wir haben gleich noch weitere Tipps für euch, was ihr mit diesen tollen Edelsteinen entwerfen könnt. Vorab möchte ich noch auf eine weitere Aktion hinweisen. Und zwar sind das unsere Strassrondelle. Und da haben wir die Box heute und morgen im Angebot. Das ist ein unglaublicher Preis von 9,97 €. Also wenn ich das mal runterrechnen würde, wie viel ein Strassrondell kosten würde, das ist ja fast schon geschenkt. Da sind insgesamt 400 silberfarbene Strassrondelle in vier unterschiedlichen Größen. Wir sehen hier einmal, was für tolle Armbänder wir gestalten können. Hier dieses Geschwungene, da haben wir auch noch mal eine Anleitung. Da könnt ihr bei uns im Shop einfach nachschauen, wie ihr das nachbastelt. Und dadurch, dass wir unterschiedliche Größen haben, können wir natürlich ganz tolle Designs entwerfen. Und in jedem unserer Strassrondelle sind so richtig schöne kristallklar facettierte Glassteine da, wodurch das Licht noch mal richtig schön reflektiert und das richtig toll funkelt. Und ja, die Artikelnummer ist eingeblendet, der Preis ein unglaublicher Knüller. Und jetzt gebe ich weiter ab zu dir, denn Patricia wird uns jetzt zeigen, wie wir solche Armbänder gestalten können mit unseren Genau. Strassrondellen. Und zwar habe ich mir hierzu schon mal einen Nietstift geschnappt, auch wieder einen 5 cm Nietstift. Und wir brauchen jetzt aber hier hinten diese Nietplatte nicht. Und zwar schneiden wir die jetzt einfach ab. Die schneiden wir relativ knapp ab tatsächlich. So, jetzt gehen wir wieder bei circa einem Zentimeter einmal her, knicken das ab und drehen uns jetzt hier einmal eine Öse. Die brauchen wir nämlich jetzt gleich, weil in diese Öse hängen wir einmal unseren Halbedelstein. Ich habe jetzt hier den roséfarbenen und ihr seht hier unten schon mein Armband mit dran, weil ich zeige euch jetzt, wie wir diese Zwischenelemente gestalten. So, jetzt habe ich das hier schon einmal verbunden. Jetzt nehme ich einmal eine Rahmenperle, die fädle ich jetzt nur zur Hälfte auf. Und dann habe ich mir hier schon diese wunderschöne Box geschnappt. Gehe jetzt da einmal mit einem 4 mm Strassrondell dazwischen. Und dann haben wir so ganz tolle Edelstahlperlen, die so gedreht sind. Die sind auch ganz, ganz neu bei uns im Shop eingezogen. Die haben wir gleich in den Empfehlungen. Die setze ich jetzt da einmal dazwischen. Wieder nochmal ein Strassrondell. Jetzt schiebe ich das nach oben. Also, Anke hat und für fädel mich das einmal auf. ausgerechnet, wie viel einer von diesen Strassrondellen kosten würde. Danke, Anke. Und zwar 0,025 pro Rondell. Also unglaublich. Ja, Wahnsinn. Vor allen Dingen, das Tolle ist da wirklich, dass diese 10 mm Strassrondelle mit dabei sind, die wirklich über und über mit Strass besetzt sind. Und das ist auch eine ganz, ganz neue Größe, speziell jetzt auch für die ganzen großen Engel, die wir machen können. So, hier wird nochmal gefragt, ob wir zu dem Set mit den Edelsteinen irgendwie noch einen Ring gestalten können. Fällt dir da spontan vielleicht noch irgendwas Dazu wird ein? dir wahrscheinlich ein bisschen groß werden. Also ich nehme ihm einfach mal einen her, dass man das so ein bisschen im Vergleich sieht. Also man könnte es theoretisch machen. Er ist halt nur hier seitlich sehr wuchtig. Man könnte das Ganze mit Perlen auffädeln. Es steht halt dann so ein bisschen über. Könnte man machen. Ich würde es, wenn dann, ein bisschen kleiner gestalten. Also mir persönlich wäre das hier zu breit. Gut, dann wurde hier noch nach der Artikelnummer nach dem Schleifschwamm gefragt. Das wird euch im Nachgang nochmal beantwortet. Ich kann euch die jetzt schon mal so sagen, ich weiß nicht, wer sie sich merken kann. Die Artikelnummer dazu ist die 01137.
77-02, aber wir sagen es euch später, wenn wir nochmal in die Kommentare nach der Show gehen, auch nochmal, da beantworten wir auch nochmal alle Fragen, die ich jetzt zum Beispiel nicht vorlesen konnte. Genau, ich habe jetzt in der Zwischenzeit hier einmal unser Element fertig gemacht, habe jetzt hier in den zweiten der Öse einmal unser letztes Halbedelstahl-Element eingehangen und habe jetzt hier den Karabiner bzw. Magnetverschluss, Entschuldigung, wieder mit einem Spaltring verbunden. Ihr könnt natürlich auch da immer, wenn ihr kein Freund von Magnetverschlüssen seid, macht einen Karabiner rein, ist überhaupt kein Problem. Auf der zweiten Seite eine Öse, beziehungsweise ihr könnt auch gleich direkt hier in dieses Loch reingehen. Und so könnt ihr euch, das ist jetzt eine Packung davon, wir haben ja zwei verschiedene Packungen, könnt ihr euch mit einer Packung auch ein wunderschönes individuelles Armband gestalten. Perfekt. Dann sowas Hochwertiges. Also ich finde, das geht schon wirklich in hochwertigen Modeschmuck über, den wir schon beim Juwelier erhalten würden. Also unglaublich, für den Preis sensationell. Und gleich gibt es noch weitere Tipps und Tricks. Ich stehe jetzt vor den zwei DVDs, die Patricia für euch gemacht hatte. Da gibt es so viele tolle Anleitungen. In der ersten zum Beispiel gibt es tolle Armbänder, auch hier mal mit Edelstahl, mit unseren Achat-Anhängern und natürlich auch viele Anleitungen für Anhänger, auch jetzt zur Weihnachtszeit, wie zum Beispiel die Schneeflocken oder den Eiskristall. Die Libelle ist jetzt auch super zum für den Sommer geeignet und hier die Fledermaus, nach der so viele gefragt haben. Und das erklärt euch Patricia Schritt für Schritt in der Anleitung, in dem Video ganz genau, wie es funktioniert. Und in der neuesten DVD, die du für uns entworfen hast, gibt es natürlich auch nochmal wunderschöne Anleitungen, tolle Armbänder, auch mal Ohrringe, was ich ganz klasse finde, die wir gestalten können und wie wir zum Beispiel auch so Schmuckanhänger, da haben wir nämlich auch einige aus Edelstahl, wie wir die entwerfen können, da wirst du uns gleich auch noch mal was Genaueres zeigen. Und dadurch, dass unsere Engelsflügel heute reduziert sind, noch mit natürlich auch Engel, die Schmuck-DVDs sind einmalig und zum ersten Mal überhaupt 50% reduziert auf 4,97 Euro. Die Artikelnummern sind eingeblendet und die zwei Patrizias geben jetzt weiter an die Patricia neben mir. Denn du hast uns noch viele weitere Tipps und Tricks mitgebracht, was wir machen können. Genau, und zwar habe ich hier einfach auch mal an der Edelstahlkette auch noch mal einen Engel gemacht, weil wir haben ja heute auch in der Aktion noch mal unsere Engelsflügel, unsere Blütenkirche. Ja. Auch da noch mal, wenn ihr sparen wollt, eine tolle Möglichkeit. Die könnt ihr natürlich auch an die Edelstahlketten nochmal mithängen und habt da natürlich dann auch nochmal einen schönen Anhänger, wie der zum Beispiel gemacht wird, wird auch nochmal Schritt für Schritt auf der DVD erklärt. Da sind auch nochmal ganz viele andere Beispiele mit dabei. Und dann haben wir ja auch zum Thema Edelstahl nochmal diese wunderschönen Armbänder, das ist jetzt dieses fünfteilige und ich zeige euch ja auf der DVD, wie ihr euch mit den Schmuckanhängern Halsketten machen könnt und vom Prinzip her könnt ihr das genauso hier machen mit den Armbändern. Ich würde euch hier einmal empfehlen, das einmal abzuzeichnen. Ihr könnt hier einfach außenrum einmal rumzeichnen. Dann habt ihr eine Vorlage. Ich würde das dann ungefähr 2-3 mm kleiner schneiden. Dann haben wir ja immer so ein bisschen Pouring-Überschuss, wenn wir puren. Das habe ich mir dann einfach übertragen und ausgeschnitten. Und dann kann ich das jetzt hier, ich habe mich jetzt in dem Fall für Ultrahaftfolie, also doppelseitige Klebefolie entschieden. Und kann das dann hier reingeben. Das Schöne ist, dadurch, dass die so eine kleine Wölbung haben, kann ich die so richtig schön reindrücken. Und habe dann hier auch einfach die Möglichkeit, dass ich einen schönen Rand und Abschluss habe. Hier wird zum Beispiel gefragt, wie viele Schmucksteine in einem Set sind. Da sind insgesamt 4 Stück. Wir haben 2 unterschiedliche Steinkombinationen. Da kannst du einfach mal reinschauen. Die Artikelnummer ist auch nochmal eingeblendet. Und Karin schreibt nochmal großes Lob an dich, Patricia. Die CDs sind toll und leicht nachzubasteln. Also ruhig mal rantrauen und einfach mit Patricia zusammen Nachmittag basteln. Dankeschön. Ja, auf alle Fälle. Und jetzt gerade, wenn es jetzt wie heute so ein bisschen regnerisch ist, dann will man ja auch nicht rausgehen und dann einfach schön Schmuck gestalten oder überhaupt basteln. Das ist immer eine schöne Beschäftigung. Hier habe ich euch nochmal ein paar verschiedene Muster nochmal gezeigt.
Wir können natürlich direkt mit Epoxy reingehen. Wir können mit den Cabochons arbeiten, auch die passen mit rein. Wir können das Ganze dann auch nochmal auffüllen mit Epoxy. Wir können aber auch mit Reispapieren arbeiten und die drunter setzen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Und das sind auch, wie gesagt, alles Edelstahlrohlinge, die natürlich auch da wieder sehr allergikerfreundlich sind. Ja, und das waren unsere unsere Ideen mit unseren Edelstahl-Anhängern und auch Perlen. Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren. Wir gehen vielleicht noch einmal alle Aktionen durch, die wir euch heute vorgestellt haben. Und zwar gab es insgesamt 5 Stück. Die erste war unsere Blütenkelche und unsere Engelsflügel sind, Achtung, heute und morgen auf 1,50 Euro reduziert. Damit könnt ihr wunderschöne Engel gestalten, aber auch zum Beispiel so tolle Blüten. Und Patricia hält es auch noch mal rein, auch mal so einen tollen Strauß gestalten. Taucht die Blütenkelche und entwerft damit traumhafte Anhänger und natürlich auch mit den Engelsflügeln Engel. Wir haben auch bei uns im Shop einen Engelfinder. Da findet ihr alle Infos zu den Engeln, ganz viele unterschiedliche, die ihr gestalten könnt. Natürlich auch alle passenden Größen, die ihr immer benötigt. Unsere nächste Aktion waren unsere Edelstahlperlen. Die sind heute und morgen auch nochmal reduziert auf 2,50 Euro. Und da haben wir insgesamt 7 unterschiedliche Designs. Einmal unsere runden Perlen in unterschiedlichen Größen. Und die sind richtig schön schwer. Also für alle Allergiker, die laufen nicht an und haben ein tolles Tragegefühl und sind richtig schön hochwertig. Und Edelstahl ist richtig schön belastbar. Also ihr könnt die permanent tragen und da passiert gar nichts. Und die sind auf 2,50 Euro pro Dose reduziert. Und da habt ihr so zwischen 40 und 50 Perlen jeweils, je nach Perlendose. Unsere nächste Aktion sind unsere Edelsteine, unsere Halbedelsteine. Da kriegt ihr jeweils 2 unterschiedliche Packungen mit jeweils 4 Edelsteinen. Und das sind richtig tolle Halbedel-Schmucksteine mit unterschiedlichen Schmucksteinen und 2 Ösen schon. Damit könnt ihr euch ganz leicht und sicher Armbänder gestalten oder auch Ketten. Das hat Patricia eben nochmal erklärt. Die sind auf 6,97 Euro reduziert. Und wenn wir hier einmal weiterschauen, sind auch unsere neuen Strassrondelle in der Packung. Wir haben eben nochmal ausgerechnet, 0,025 Euro würde euch ein Strassrondell dann kosten. Also ist fast schon geschenkt für 9,97 Euro. Die ganze Packung mit insgesamt 400 Strassrondellen. Die Artikelnummer ist eingeblendet. Und wenn wir hier noch einmal rüberfahren, dann sind die 2 DVDs, wo uns Patricia ganz viele tolle Tipps mitgibt, ganz tolle neue Ideen mit Armbändern, mit Kettenanhängern, mit Ketten und auch tollen Anhängern rund ums Jahr nochmal für 50% reduziert. So, wir schauen uns jetzt noch einmal die Empfehlungen an, denn du hast eine Menge heute benutzt. Ja. Zum Beispiel unsere Ohrclips und unsere Ohrhänger, unsere Armbänder, die sind alle aus Edelstahl, unsere Gliederhalsketten, da haben wir ganz, ganz viele in unterschiedlichen Größen. Unser Tipp war natürlich, benutzt die 70er Größe und gestaltet euch ein Armband und eine Kette. Und dann die Schleifschwämme, Schmuckanhänger und vieles mehr. Und dann schauen wir uns nochmal die Termine der nächsten Shows an. Und zwar sind die am Mittwoch, da haben wir wieder 4 Stunden. Einmal um 15 Uhr den Bastelclub, 2 Stunden und abends haben wir auch nochmal 2 Stunden. Und am 26., das ist ein Samstag, haben wir nochmal einen Sondertermin auf QVC. Und nächste Woche sind wir wieder live hier am Montag dabei. Du hast, glaube ich, im Juli auch noch mal eine Schmuckshow bei QVC, genau, oder? Genau, am 7. habe ich auch wieder eine Schmucksendung bei QVC. Da freue ich mich auch schon wieder richtig doll drauf. Also freut euch da auf Patricia, da bringst du bestimmt wieder tolle neue Ideen mit. Wir schauen uns jetzt an, wer unser Gewinnspiel, unser Teilengewinnspiel heute gewonnen hat. Und zwar ist das
Petra Joas. Yay! Herzlichen Glückwunsch, du bekommst ein tolles Überraschungspaket mit unseren Edelstahlperlen und vielem drum und dran. Und wir wünschen euch allen ganz viel Spaß. Vielen lieben Dank, Patricia, dass du uns so tolle neue Ideen mitgebracht hast. Ich glaube, wir waren alle begeistert. War wieder schön, hier zu sein und die Sendung mit dir zu machen. Ja, danke. Und wir sagen bis nächste Woche und ja, viel Spaß beim Schmuckgestalten. Tschüss. Tschüss.